Ja, hallo YouTube, heute geht es um das Cydia Tweak AnyLog und ich bin übrigens Heinz Hampel. AnyLog, damit kann man den Logscreen verändern und ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Ich gehe jetzt in den Logscreen. So, ihr seht, es wirkt viel größer. Unten dieses ja zum Anloggen, das fehlt, was mir persönlich viel besser gefällt. Man könnte jetzt zweimal unten hintippen oder auch so. Ja, das kann man wählen, wie man will. Und wir können mal in die Einstellungen gehen. Das hier ist AnyLog. Um es zu aktivieren, wird oben das erste. Das schaltet man ein. Und man kann jetzt auch, dass man darüber wischt oder Double Tap. Man kann auch beides gleichzeitig machen. Man kann zum Beispiel die Logbar ausblenden. Datum und Zeit, ja, halt wie man möchte. Dann kann man noch in die App reingehen, AnyLog. Und hier seht ihr, das ist der Logscreen im Prinzip. Und wenn man jetzt hier oben auf Add und Widgets und Weather Notification und ich weiß nicht, wir lassen es einfach mal so da. Und ich weiß nicht, noch irgendwas, Apps und dann nehmen wir mal Amazon. Können wir auch dahin machen, dann oben auf Save. Dann sagt er ja, ist okay. Und dann wieder in den Logstream. Und ihr seht, da unten ist Amazon und da, das kann man auch bewegen, ist ja schlechtes Wetter. Nein, da oben seht ihr halt ja, wie das Wetter ist. Also es hat funktioniert. Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, drückt ihr oben links auf das rote Delta Mode. Und dann kann man da einfach auf drauf drücken. Dann natürlich wieder auf Save und ist es weg. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das bekommt. Und zwar geht ihr in Cydia. Ja, auf Cydia wird dann verwalten, bearbeiten, hinzufügen. Also natürlich auf Quellen. Und das ist die Quelle repo.insa. Nell. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mir auch egal. .com/. Dann auf Quelle hinzufügen. Und ich habe es schon, also bringt es mir ja nichts. Also fertig drücken. Hier im Suchfeld wird dann AnyLog gesucht. Dann oben rechts, bei euch müsste dann installieren stehen. Und das halt installieren. Ja, und zwar, ihr habt vielleicht in der Beschreibung gelesen, es werden auch Zubehör-Reviews kommen. Ich habe gerade keine Kamera, mit der ich mein iPhone filmen kann. Aber das erste Zubehör ist schon angekommen. Und zwar, das ist für mein iPhone 4. Im Prinzip das iPhone 5 Backcover, nur halt in der iPhone 4 Größe. Also man muss sich das vorstellen, es ist oben ganz normal schwarz und unten schwarz. Und so mittig ist grau mit dem Apple-Zeichen und ja, mit der iPhone-Schrift, Art. Aber das werde ich natürlich auch nochmal in einem Review zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt es in die Comments. Oder per PN Feedback sehr gern gesehen. Und ja, ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ciao.